Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World DS. Ja, es wird tatsächlich nochmal spannend. Ich weiß nicht, ob dieses geheimnisvolle Digimon es schaffen wird, aus diesen Dingen sich zu befreien. Auf jeden Fall haben wir jetzt nochmal einen vielleicht spannenden Kampf gegen die Four Elemental Pots. Thunder, Fire, Wind and Water. Ja, ich würde sagen, wir hauen auch gleich erstmal richtig schön rein. Schauen uns erstmal an, wie stark die sind. Die beiden sind danach dran. Schmeißen wir uns erstmal auf die beiden. Oh. Puh. Gut, das könnte interessant werden. Hauen wir auch gleich mal mit den härtesten Angriffen raus. Nehmen wir auch gleich mal Hedi. Ich glaube zwar nicht. Mal sehen, was es wirkt. Oh Gott. Ja, das kann dauern. Ich hoffe, die machen keine allzu starken Angriffe. Ich hoffe, dass er tatsächlich mal den Critical Hit schafft. Mal sehen, was sie können. Tornado Storm. Okay. Okay. Das könnte Sasa wehtun, weil er Wassertyp ist. Oh ja. Oh, Raging Claw. Oh, gut, dass er ausgewichen ist. Oh, Galactic Viadafug, ne? Gut, wir haben Heil-Items, bis jetzt kein größter Schaden rausgehauen. Atomic Ray, versuchen wir das mal. Das war eigentlich immer gut gegen Maschinen. Zeigt sich auch als relativ effektiv. Versuchen wir mal zu... Ich glaub nicht, dass man sowas verwirren kann, aber man kann es ja mal versuchen. Und mit ihm versuche ich weiter sein Fist of the King, Beast King. ja, ein Critical hat er geschafft, und zwar auf den Firepot. Weswegen der immer auf die beiden geht, keine Ahnung. Ich hoffe jetzt auch mit dem Strange Punch wären wir die beiden los. Jupa, zwei sind wir los. Von waren es nur noch zwei. Instant Freezer. Oh, das konnten wir mal. Puh, gut, dass Jonas auf seinem Mega-Level ist, sonst könnte das tatsächlich sogar wehtun. Wow. Ey, ich bin etwas still, weil ich jetzt auch ein bisschen so... wird langsam ein bisschen spannender jetzt. Du machst nochmal Atomic Ray rein, danach heile ich deine MP. Und zwar nutze ich dich mal eben dafür. Ich weiß nämlich nicht. Mach mal mein Teamship rein, so. Damit alle mal ihre MP wieder füll haben. Passt viel. Zumindest teilweise ein bisschen aufgefüllt. Du greifst wieder an. ja. Windport setzt Typhoon ein. wie das ist, wie Murphy einfach voll einfach alles einsteckt. Oh, wir müssen da alle Dings mal allmählich heilen. Du greifst aber trotzdem an. Du wirst jetzt hoffentlich nicht mit einem Atomic Ray HP so batsch weghauen. Mal der eine einfach ausweicht, eiskalt. Nutzen wir eben mal kurz diesen Moment, um ein... Was haben wir denn hier? 300 und 3 Felder. Macht sich gut. Auch wenn Murphy, sage und schreibe, nur ein paar einzelne HP verloren hat. Habe ich das jetzt falsch eingesetzt oder war der wirklich so stark geschwächt? Davon haben wir so viele. Einmal schnell hier auf ihn in den. Okay. Du bist unser Kämpfer. Du greifst erstmal von Hand an. Ich möchte deine MP wieder auffüllen. Hoffentlich schaffe ich das jetzt gleich noch. Ja, natürlich. Absolut Healing. Gut, dass nur noch einer da ist. Mann. Eben die MP-Chips durchgehen. 80. 200. 200 in zwei Zones. Machen wir erstmal den hier. Hui! Ein bisschen wieder regeneriert. Boah, du kriegst jetzt hier erstmal so eine Atomic Ray wieder reingehauen.
Wasserpott. Ah! Ah, sterb, du Pott. Ja, und danach dürfen wir ein paar Mal... gut, dass du Murphy angreifst. Das gefällt mir. Daumen ab, gefällt mir. Gehen ganz kurz unten, gucken, was haben wir hier noch. Ein Full MP, das macht sich gut für Murphy. Denn der macht jetzt sein... Ja, das hier. Zweimal. Mal gucken, was der da an Schaden raushaut. Da hätte sogar einer gereicht. Super. Oh. 2000 Erfahrungspunkte. Wow. Gut, das war's mit den 4 Pots. Hat's gereicht. Ja, wir haben die heilenden, was auch immer. Chronomon DM kann nicht wiedergeboren werden. Warte, ich kann weiterhin die Anwesenheit von ihm spüren. Das hat nur 7 Minuten gedauert, der Kampf. Hey, was zum... Ist das Balancing in dem Spiel wirklich so schlecht? Das wäre mir jetzt wohl... Ach du Schande, bist du hässlich. Nein, es ist zu spät. Diese starke, dunkle Kraft... Ich will alles zerstören, außer mich. Oder except, ist doch Osane. Ich werde mit euch anfangen. Ausrufezeichen. Nein, ich werde nicht zulassen. Ich werde dich aufhalten. Schalt die Klappe. Ja, dann zeig mal dein hässliches Gesicht. Du bist hässlich. Aber sowas von hässlich. Aber groß. Und ziemlich oft dran. Oh je, Mine. Ja, dann hauen wir auch gleich mal direkt die härtesten Angriffe einfach raus, die wir haben. Er nimmt hoffentlich 3 Felder ein. Ja. Oh. Ich fürchte, der kann Schaden raushauen, vor allem, weil der zweimal hintereinander dran ist. Wir könnten ihn in Schlaf setzen. Glaube ich nicht, dass es geht. Hydro Freezer Effekt 53. Ich glaube 53 mal 3 ist besser als einmal 100 per Quetschte. Ich glaube. Ich hoffe. Vanish Touch. Schande. Okay, der weiß, wie man raushaut. Ich muss sofort mal eben heilen. Das macht sich gut. ja. Aua. Na weh, du paralysierst sie jetzt alle. Oh! Ich hoffe, dass er zum Angriff kommt und nicht vollkommen paralysiert ist. Ja, gut, er kann diese Runde angreifen. Boah, der weiß, wie man raushaut. Ich brauche jetzt eben einen wieder, der alle HP eines, ja, da schmeiße ich nochmal alles raus. Also, boah. Oh, vergiftet? Why? Wovon? Warum? Und was macht der da? Ah, Protection up. Oh, nee, Speed Up. Okay, das heißt, der darf nochmal. Au, das dürfte ihn töten. Aua. Nee, er hat's überlebt. Nein, ich gehe das Risiko nicht ein. Ich möchte, dass alle diesen Kampf überleben. Oh, heil dich schnell. Gut. Darfst du oder bist du paralysiert? Anscheinend darfst du. Boah. Der haut nochmal prächtig rein, während alles andere eigentlich nur wischiwaschi war bis jetzt. Hat der nochmal reingehauen. Also das Balancing in diesem Spiel kann man in die Tonne werfen. Es gab zeitweise, da war man einfach viel zu schwach und... nee, also ich fand das Balancing im Spiel schlecht. Schlechtes Balancing. Wir haben es geschafft.
Ich glaube nicht. Irgendwie zu einfach. Irgendwie glaube ich, dass das Spiel jetzt noch 10.000 Jahre geht. Was ist das für ein Licht? Es sieht aus wie die Überreste von Chrome Demon. Oh, das sieht doch schon mal schöner aus. Danke, Ann. Dank dir bin ich von der dunklen Power befreit worden und konnte nun als wahres Ich wiederkehren. Mit dem Herzen der Gerechtigkeit. Oh, das ist wirklich das legendäre Digimon. Es sieht so aus, als hätte es seine wahre Kraft und seine wahre Form annehmen können. Ann, du hast mich auf den rechten Weg geleitet. Du bist wirklich ein großartiger Tamer. Irgendwie sieht der cool aus. Du bist es würdig, der wahre Tamer King zu werden. Oh, ich habe noch eine Menge zu lernen. Ich muss noch viel härter arbeiten. Ja, das ist der wahre Geist. Die Digimon wachsen mit den Menschen auf und zusammen werden sie etwas ganz Wundervolles. Die Herzen der Menschen haben Schwäche und was auch immer zugleich. Aber die Digimon sind genauso. Wir sollten uns gegenseitig helfen und uns gegenseitig unterstützen. Ist das so richtig? Ja, du hast es verstanden, Alphamon. Einsicht! Oh nein, was ist das? Chromon. Dann ist es jetzt HM, also Holy Mode, aber egal. Was ist los? Ich denke, ich habe zu viel dunkle Energie benutzt. Mein Herz und mein Körper sind geschädigt. Wirklich? Wirst du durchhalten? Die Wunde ist das Schlimmste. Nein! Keine Sorge, ich werde irgendwo schlafen und bis es mir besser geht. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Ja. Nun an, ich werde gehen. Bis dann. Und vielen Dank. Das nächste Mal, wenn ich erwache, hoffe ich, dass alle Tamer genauso sind wie du. Und sie mich wieder zu einem guten Digimon verleihen werden oder so. Tun. Ich hoffe, es aus dem tiefsten Herzen. Ich habe verstanden. Auf Wiedersehen. Sah auf jeden Fall besser aus als das andere. Ich hoffe, du wirst, dir wird's besser gehen, Chromon, Holy Mode. Ich muss ebenfalls hart arbeiten, um als Thema gegen die Leute zu mich aufblicken lassen, tun. Oh, habe ich schon wieder verloren? Ich sollte wirklich ein wahrer Thema werden. Du brauchst nicht nur starke Digimon. Du musst sie, sorgsam aufziehen, nicht wahr? Ja, auch du hast es verstanden, Kane. Bitte, gib mir nochmal eine Chance. Ich werde genauso sein werden wie Ann, ja. Hm, natürlich. Ich werde dir dieses Mal vergeben. Das nächste Mal werde ich dich besiegen, Ann. Natürlich. Es tut mir wirklich leid, Leute. Ich verstehe nun, dass alles, was ich dran habe, falsch war. Und ich werde jetzt weiter der digitalen Welt helfen. Kann ich irgendwie helfen, die digitale Welt zu einem schöneren Ort zu machen? Aber natürlich, auch du bist willkommen. Es sind plötzlich alle wieder gut. Mhm. Lass uns alle zusammenarbeiten und die digitale Welt zu einem wunderschönen Ort machen. Und um das zu tun, Ann, bist du nun der Tamer King. Ich zähle auf dich. Ja, ich werde mein Bestes geben. Und nun lass uns mit Kane und den anderen zurück zur Zentrale gehen. Ende gut, alles gut? Nun, erkennen wir Tame an als allerersten Tamer King an. Yay! Tamer King! Nice, okay. Das heißt, wir sind der mächtigste und angesehenste Tamer der Welt. Gut gemacht, An. Ah, das ist wunderschön. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe immer gewusst, dass du es kannst. Nun, An, du hast mich überholt. Aber, pass besser auf. Ich möchte wenn wir das nächste Mal gegeneinander kämpfen. Keine Sorge, ich werde auch mein Bestes geben. Oh, Kane und... nee, das sind Josh... Kane und... wie hieß seine Freundin? Du hast mich besiegt, ich habe aufgegeben. Aber du hast nur zugesehen. Ich werde starke Digimon großziehen und dich erneut in einem fairen Kampf herausfordern. Ach, Tomomi. Und natürlich werde ich das auch tun. Sicher.
Ihr seid willkommen, eines Tages mit mir einen fairen Kampf, jederzeit einen fairen Kampf zu bestreiten. Nun denn, Tamers, hört mir zu. Euer Job ist nun getan. Zieht eure Digimon weiter auf und macht die digitale Welt zu einem besseren Ort. An, als Tamer King, wird weiter sich um die Digimon sorgen. Natürlich, Sir. Okay, Spiel vorbei. 34 Parts? Müssen jetzt ungefähr 34 Parts gewesen sein. Oh, schön. Also, gegen Ende nochmal, ich lag jetzt einfach mal, ich vergleich's jetzt einfach mal mit Pokémon, da die Spiele sich ja auch sehr ähnlich sind. So, zum einen, also, Pro ist auf jeden Fall, es hat ein bisschen mehr Story als Pokémon. Aber auch nur ein bisschen mehr. I wanna be the very best und so. Aber auch diese Geschichte im Hintergrund mit Alphamon, aber das typische Digimon-Feeling ist geblieben mit, ha, die Macht des Herzens und Hoffnung und Kämpfen und Band zwischen Mensch und Digimon. Als Digimon-Fan freut man sich da ein wenig drüber, aber... So, zum anderen ist dieses Auswahlverfahren beim Digitieren, also was es später werden soll und das Zurückdigitieren, mag ich viel mehr als bei Pokémon. Wenn das einmal entwickelt ist, kriegt man nie wieder das alte zurück. Das Prinzip, das mit dem Maximum Level, das ist, hat ein bisschen gestört beim Leveln, da, für die meisten Mega-Level, die man tatsächlich mehrmals zurückdigitieren musste, insbesondere Murphy. Ah, ne, egal. Ist eine Idee, dass man auch ein bisschen so mit dem, was die jemand ausmacht, spielen muss. Ja, kommen wir zu dem Negativen. Das Balancing. Das ist für die Schrottkatze gewesen. Anfangs war es noch okay. Dann kam der Teil mit Devimon, wo plötzlich total unterlevelt war. Ich habe dann im Moment gelevelt. Einfach aufs nächste Level, also aufs Ultra-Level. Und plötzlich war ich sowas von overpowered für fast den Rest des Spiels. Ja, und dann ging von alleine schon aufs Mega fast. Also der Schritt Ultra-Mega ist fast gar nichts. Ja, und dann... war ich eigentlich bis zu den letzten beiden Kämpfen jetzt voll overpowered. Okay, Imperial, man hätte bestimmt Schaden rausholen können, wenn er zuschlagen konnte. Aber hier, die Pots, die waren doch schon eine Herausforderung. Und der letzte Boss, der wusste Schaden rauszuhauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Atomic Rain nicht gehabt hätte mit Murphy, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Kampf schwerer gewesen wäre. Und ich noch mehr hätte trainieren müssen. Also, ich glaube, also das, ich hoffe, also vielleicht werde ich Digimon Multi erst Dusk oder Dawn spielen. Mal sehen, ob es da besser gelungen ist. Ja, aber erstmal kein Digimon-Spiel mehr. Nee. Also, im Großen und Ganzen, das Spiel war interessant. War man da gute Abwechslung gegen dazu Pokémon? Kann ich eigentlich auch nur sagen, das lohnt sich, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, an diesen Punkten Devimon und, kurz vorm Finale ein wenig zu trainieren. Aber man hat gesehen, es reicht, wenn man knapp aufs Mega gekommen ist. Vielleicht werde ich es privat nochmal mit einem anderen Team spielen. Ich werde es vielleicht jetzt auch noch ein bisschen spielen. Ich weiß, dass man als Tamer King noch ein paar Sachen kriegen kann. Irgendwelche Daten, die man als Tamer King nur kriegt, werde ich mir mal ansehen. Dann auch mal so im Internet durchlesen jetzt. So. Also, ich habe meinen Reptiladramon noch gar nicht gefunden. Das muss ich auch noch suchen. Vielleicht werde ich mir einfach ein Tolkien nehmen, das so lange trainieren, dass ich eins habe. Ich denke mal, ich werde so privat ein bisschen weiterspielen. Mal sehen, ob ich die Zeit dazu finde. Ja. Im Großen und Ganzen finde ich es gut. Also, mir hat Spaß gemacht. Die Auswahl ist eigentlich auch riesig, insbesondere wenn man von Champion wieder zurück ins Tsuruki geht und dann weiter aufs Mega, gibt's da unglaublich viel. Also, ich werde nochmal ins Holy-Gebiet gehen, mir da zu sehen, dass ich da irgendwas kriege, womit ich an Kudamon rankomme, damit ich auch ans Leibmon komme. Ja, zu schade finde ich, dass ich nicht an Imperialdramon komme. Oh, zumindest haben wir ihn mal gesehen in dem Spiel und das ist auch schon mal was. Die ganzen Nebenquests gibt's ja noch mit der DRTS-Crew. Vielleicht will ich dann nochmal einen extra Part irgendwann raushauen. Jetzt als Tamer King kann ich alle Quests eigentlich machen. Abgesehen von dem, wo man noch spezielle Digimon braucht, die werde ich vielleicht auch sammeln, so Gonna Catch Them All-Style. Auf jeden Fall werde ich jetzt dann noch privat alle konvertieren und schauen, was ich noch so machen kann. Ich glaube nicht, dass ich aber die Quest zeigen werde. Ich habe keinen 100% Run gemacht und es ist vorbei. Oh, Finn. Oh,
Darf ich nochmal speichern? Oh. Oh, ich muss fortsetzen. Hä? Wir sind wieder in der realen Welt. Wo bin ich? Kann das... was? Oh. Der Computerraum in der Schule? Oh mein Gott. Der Pin muss eingeschlafen sein. Alles, was passiert ist, war nur ein Traum? Hä? Hä? Ist das nicht ein Digivice? Ja, du bist wieder... du bist sicher zurück. Oh, hallo Kalimon. Ja, ich kann nicht klar sehen an. Du musst, in der digitalen, ja, wir können uns nicht sehen, aber solange wir das Digiverse haben, kannst du, immer rüberkommen, wenn du willst. Natürlich. An, wir werden weiter nach vorne sehen und uns irgendwann, wieder begegnen. Ich bin froh, dass das alles in der digitalen Welt kein Traum war. Ich habe wirklich die digitalen Monster getroffen und bin mit ihnen Freundschaft geschlossen. Ja. Nun, wartet auf mich, Leute. Ich werde euch, sobald ich kann, wieder besuchen. Save completed data? Natürlich. Saving completed data. Turn to title. Yo, Leute. Das. Ich schau noch mal rein. Continue. Geh weg da. Jo, hier sind wir. Sehr wahrscheinlich im Rang des Thema King. Kann man das irgendwo nachgucken? Thema Info. Rang Thema King. Localization Digimon Central. Playtime 12 Stunden. Ja, ja, okay. Okidoki. Ich glaube nicht, dass es alles 100% stimmt. Aber ja. Gehen wir wieder zurück. Ja, ich würde sagen... ja, das war Digimon World DS. Ich habe mein Resümee ja schon abgegeben. Und ich würde sagen, das war's. Ich habe mein erstes Projekt nach über einem Jahr abgeschlossen. Nur als Information, heute ist der 10.05.2012 und Digimon World DS, der erste Part, ist am 4.05.2011 hochgeladen. Am 3.5.2011, glaube ich, war das sogar hochgeladen worden. Ja, damit ist mein erstes Projekt endlich abgeschlossen. Ja, und als nächstes werde ich mich erstmal nur um meine anderen drei kümmern. Dann bis dann und ciao!